Einen wunderschönen, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen zu SmackDown in 2 Minuten. Die Show wird eröffnet von Cody Rhodes, der sich an seine Zeit bei Legacy unter seinem Mentor Randy Orton erinnert. Nach ein paar Worten über Solo Sikoa wird er von Grayson Waller und Austin Theory unterbrochen, die sauer sind, weil auch sie wegen Cody letzte Woche von der Bloodline attackiert wurden. Cody greift Waller und Theory an, sie können aber ihre Überzahl nutzen. Terence Crawford, der in der ersten Reihe sitzt, reicht Cody einen Stuhl und damit schafft er es, Waller und Theory loszuwerden. Andrade besiegt Carmelo Hayes nach knapp 10 Minuten mit der Message. Wir sehen ein Interview mit Bayley und Nia Jax, bei dem die beiden nochmal ihre Aussagen aus der letzten Woche wiederholen und beide behaupten, beim SummerSlam zu gewinnen. Bianca Belair besiegt Chelsea Green in 56 Sekunden mit einem Einroller. Danach erscheinen die Women's Tag Team Champions Alba Fire und Isla Dawn auf dem Bildschirm und deuten ein Title Match zwischen ihnen und Belair und Jade Cargill an. Nick Aldis begrüßt uns zur Vertragsunterzeichnung. Nach einigen harten Worten unterzeichnen beide den Vertrag. Logan Paul will dann LA Knight angreifen, der kann sich aber wehren. Er ist kurz davor, den BFT durchzubringen, aber Paul flüchtet aus dem Ring. Mean Jean gewinnt gegen Tiffany Stratton nach 8 Minuten per Einroller. Im Laufe des Matches kommt es zu einem Eingriff von Nia Jax, welcher aber dazu führt, dass auch Bayley dazukommt und Jax ausschaltet. Bayley schnappt sich den Money in the Bank Koffer und nimmt ihn komplett auseinander, was Tiffany Stratton ablenkt. Cody Rhodes und Kevin Owens besiegen im Main Event A-Town Down Under nach 12 Minuten. Cody pinnt hierbei Theory nach dem Crossroads. Nach dem Match taucht die Bloodline am Ring auf. Cody und Owens können sich anfangs noch zur Wehr setzen, aber die Überzahl macht sich schnell bemerkbar. Wie schon letzte Woche muss Cody mit ansehen, wie sein Partner zerlegt wird. Danach geht er selber mit einer Triple Powerbomb durch den Tisch. Wie wir es bereits aus den letzten Wochen kennen, geht die Show mit einer feiernden Bloodline off-air. Alles in allem eine in größten Teilen eher belanglose Show. Mein Match of the Night war Andrade gegen Carmelo Hayes. Mein Highlight des Abends war Bayley. Ich gebe dieser Show eine 4,5 von 10. Wenn ihr das Ganze jetzt noch etwas ausführlicher haben wollt, dann empfehle ich euch den Spotfight Podcast.